Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal der Klickcomputer. Ich bin Andreas und du bist? Tobias. Ja, du warst ja schon mal da, ne? Du hattest mir ja den SO3 Pro zur Verfügung gestellt, damit ich den mal vorstelle. Und heute wollen wir noch mal einen Reichweitentest machen. Richtig? Genau. Ja, und hier stehen sie beide. Und beide deswegen, weil der Tobias muss ja auch irgendwie fahren und der fährt dann mit meinem SO4 Pro. Dann können wir die mal direkt daneben stellen. Gut, wir wissen, welcher gewinnen wird, aber dennoch. Es geht ja darum, wie weit kommen wir mit dem SO3 Pro, ne? Ja, dann fangen wir auch direkt an, ne? Wunderbar. Ja, bis dann. So Leute, wir fahren los. In 40 Metern geradeaus auf der Schmarer Straße, danach rechts abbiegen auf die große Gierstraße. Ich fahre den SO3 Pro und der Tobias hinter mir, kaum zu überhören, fährt den SO4 Pro. Beide fahren mehr als 20. Ich habe wieder einen sehr niedrigen Lenker. Das wird interessant. Ja, ich habe die Karte vom Reichweitentest für den Mi Pro 2 reingeladen. Und wir gucken mal, wie weit wir heute mit dem SO3 Pro kommen. Jetzt sind wir gerade noch in Troisdorf-Bergheim. Und ab hier kommen dann die Felder. Er zeigt mir ziemlich genau immer die, ja, ich wollte gerade sagen, immer die 21, aber da hat er gerade auf 22 geschaltet. Ne? Der Tobias hat mir hier so eine nette Handyhalterung zur Verfügung gestellt. Das ist perfekt, da kann ich mein Handy hier reinmachen. Die ist ziemlich ähnlich zu der, die ich sonst auch benutze. Nur, dass die noch einen etwas längeren Arm hat. Oh, ein Traktor. Müssen wir einmal kurz hier rechts rein, denke ich. So, weiter geht's. Vor mir ist jetzt die 10% Steigung. Die schafft er mit ein bisschen weniger als 10 km/h, glaube ich. Ne? Waren das? Ja, und wenn ich den Reichweitentest noch gemacht habe, dann kann ich den SO3 Pro auch in meine Tabelle eintragen. So, du kannst mal zeigen, was du kannst hier. So, ich hänge jetzt ein bisschen zurück. Und der SO4 Pro, den kratzt das hier gar nicht. 8, 7 km/h. Aber immerhin, er schafft die Steigung. So, bei bergab hält er mich fest und der Tobias meinte, man muss einmal kurz bremsen und dann wieder, wie war das? Dann lässt er rollen. Genau. 27, 28, 29, 30. Hätte ich das Bremsen nicht gemacht, hätte er mich festgehalten bei 23 oder so, ne? So, Tobias, wie fährt sich denn der SO4 Pro? Ja, Bergziege, würde ich sagen. Beschleunigung ist ähnlich? Ja, also, nee, besser. Besser, ne? Die Lenkerhöhe? Ja, ist angenehm. Kennt ich doch vom Xiaomi, ne? Ja. Geräusch? Ja, ziemlich nervig. Okay. Du bist ein bisschen schneller als ich, ne? Ja, ich muss immer ein bisschen vom Gas gehen. Gib mal Vollgas, dass man mal den Unterschied sieht. Also, das ist so 1 km/h ungefähr, ne? So, und jetzt drehen wir den Spieß vom letzten Mal um. Der Tobias macht nämlich Radio. Und du hast mich beim letzten Mal interviewt. Und jetzt machen wir das heute mal andersrum. Also, wie heißt dein Radiosender? Radio Rottersee. Radio Rottersee. Du wohnst ja im Stadtteil Rottersee. Das ist ja auch ein Stadtteil von Troisdorf, ne? Das ist auch gar nicht so weit von hier. Das ist da hinten bei Kriegsdorf, ein bisschen weiter noch. Und da werden wir vermutlich am Ende ankommen. Deswegen haben wir Tobias sein Auto dort geparkt, weil ich gehe davon aus, dass da der Akku alle sein wird. Wir haben ja hier einen 10,5 Amperestunden Akku, genauso wie beim SO4 Pro, aber der SO3 Pro hat 36 Volt und der SO4 Pro hat 48 Volt. Und das macht schon eine entsprechende
ein entsprechendes Mehr an Wattstunden und dadurch auch mehr Reichweite aus. Deswegen, trotz gleicher Amperestundenzahl, werden wir hier nicht die gleiche Entfernung fahren können mit den Geräten. Ja, und ich fahre noch den schwächeren, weil es soll ja vergleichbar sein, der Reichweitentest. Wie geht der Tempomat an? Welcher Tempomat? Okay, es gibt keinen Tempomat, ja. Ja, ist leider so in Deutschland, ne? Bist du schon mal einen Roller mit Tempomat gefahren? Nein. Okay. Ja, ist beim SO4 Pro genauso, der hat auch kein Tempomat. Ja, Radio Rotter See. Das ist ein Internet-Radiosender. Bei welcher Plattform gehostet? Die Plattform heißt Laut FM. Laut FM. Und die kann man quasi im Internet finden. Man kann aber auch direkt nach Radio Rotter See suchen, ne? Ja, es gibt eine App dafür für Laut FM. Da kann man die Radiosender suchen. Es gibt über 8000 Stück. Und Radio Rotter See gibt es jetzt seit Mai 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie. Okay. Ja, also seit Mai 2020 gibt es. Ich wiederhole es immer nochmal, weil ich nicht weiß, ob das ankommt am Ende auf der Kamera. Ich habe ja kein Mikro für den Tobias. Also seit Mai 2020 gibt es den Radiosender. Genau. Und ja, wie viele Abonnenten habt ihr da bei Facebook? Bei Facebook sind wir bei knapp 600 Abonnenten jetzt. Das ist 600, das ist schon ordentlich, ne? Der Treffpunkt war wieder auf der Radio-Rotter-See-Seite von Facebook. Ja. Und an Hörern hast du mir erzählt gehabt, dass ihr das Maximum waren 50 gleichzeitig, ne? Ja, genau. Genau. Eine Weile, so wie besondere Tage, dann kommt schon mal einiges zusammen. Ja. Ja, und wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ja, eigentlich nur ich und die Nadine, die macht ein Schlagerprogramm. Mhm. Und würde mich aber freuen, wenn wir noch mehr Interessenten finden, die Lust haben, mitzumachen bei Radio Rotter See. Ja. Ja, und wer möchte, der kann sich natürlich gerne beim Tobias melden. Ich werde ihn auf jeden Fall verlinken, dass er da die Kontakte findet. Also wenn er hier aus der Gegend kommt, das wäre, glaube ich, Voraussetzung, oder? Ja, das wäre schon besser. Als Großstadt wäre schon gut. Für so einen Lokalradiosender. Ja, wir haben jetzt 2,5 Kilometer ungefähr geschafft. Nach 5,5 Kilometern ziemlich genau sind wir in Uckendorf. Das habe ich gerade mal auf die Kilometeranzeige umgestellt. Wir werden verfolgt von einer Radfahrerin. Schon seit einer ganzen Weile. Mal gucken, ob die noch vorbeikommt. Also wie gesagt, der SO3 Pro. Wir sind in der zweiten Stufe. Nee, der hat jetzt 2 Kilometer erst drauf. Hä, kann das sein? Das muss wohl der Tageskilometerzähler sein, weil das würde hinkommen. Weil wir sind jetzt ungefähr bei 3 Kilometern. Also die Lenkerstange, die ist ja normalerweise hier oben, ne? Das ist bei dem schon sehr niedrig. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das Daumengas so zu halten, ist auch nicht ganz so einfach. Die Blinker sind gerade ein bisschen schwer zu erreichen. Also ich kann mal probieren. Das blinkt da rechts, ne? Hallo. Ja, mal gucken, wer mal Power hat. Ja, hätten wir jetzt noch 3 Kammer mehr, ne? Dann würden wir sie kriegen. Ja, hier rechts wächst der Rollrasen. Ja, da vorne kommt die Kurve. Und hinter der nächsten Kurve kommt der nächste Ort, Uckendorf. Also dieser Überholvorgang von der Radfahrerin hat jetzt ungefähr 3,5 Kilometer gedauert und jetzt biegt sie ab in die falsche Richtung. Hätte sie sich auch sparen können. Also die Blinker sind wirklich nicht gut angeordnet. Wenn du jetzt ein Tempomat hättest, wäre das okay, ne? Aber so. Also ich versuche mal links zu blinken. Also nee, jetzt mit der Handyhalterung an der Position ist das eigentlich kaum zu schaffen. Oh, jetzt blinke ich immer noch. Thank you.
So, nach 5,5 Kilometern erreichen wir Uckendorf. Ich fahre 21 km/h und habe noch laut der Anzeige hier vollen Akku. Das kann natürlich nicht stimmen, aber es wird mir so angezeigt. Also ich sag mal 5,5 Kilometer, also wenn er gut ist, schafft er 20 Kilometer. Also ein Balken sollte jetzt eigentlich weg sein. Oder sehr bald kommen. Ja, geschätzte Reichweite bei dem Gerät von mir jetzt so 20 Kilometer. Weil der hat einen 10,5 Amperestunden Akku. Und ja, mit dem 12,4 Amperestunden Akku vom Mi Pro 2 bin ich ja 27 Kilometer weit gekommen. Und mit dem 11,6 Amperestunden Akku vom EPF 1 Pro bin ich ja 22,2 Kilometer weit gekommen. Und beim Sofro SO3 Pro vermute ich jetzt, da ja der die gleiche Spannung hat, dass ich hier 20 Kilometer ungefähr schaffen werde. So, hier rechts kann man den gleich mal hinstellen für ein Foto. Können wir vielleicht ein schönes Tunnelfoto machen. So, weiter geht's. Jetzt haben wir ein paar schöne Tunnelfotos von den beiden Scootern. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Weg hier und dann kommt die nächste Brücke. Vor uns liegt jetzt die zweite Brücke. Diesmal werde ich mir ganz doll vornehmen, dass ich den SO4 Pro überholen werde. Mal gucken, ob ich eine Chance habe. Ich glaube nicht. So, dann geh mal hinter mich, gib mir mal eine Chance hier. Aber dafür bin ich deutlich leiser unterwegs. Das muss man ja dem SO3 Pro auch mal zugute halten. Ne? Das passt wiederum. Mal gucken, wie er hier hochkommt. Die Steigung ist nicht ganz so steil. So, jetzt beginnt sie. Ah, ich glaube, ich verliere. 13 km/h. 12 km/h, 11 km/h. Ja, diesmal werde ich den Trick mit dem Bremshebel nicht machen. Und ich zeige euch mal das Display, dass ihr mal seht, bei welcher Geschwindigkeit man hier bleibt, wenn man das nicht macht. Da ist auf jeden Fall eine Bremswirkung des Motors zu spüren. Mehr als 25 wird es nicht. Hätte ich jetzt diese Bremsunterbrechung gemacht mit dem Hebel, dann wäre vielleicht sogar 30 drin gewesen. Durch den kleinen Stopp ist ein Balken weg. Wir sind 7,4 Kilometer gefahren. Das Display zeigt mir eine 7 an, das wird wohl für die 7 Kilometer stehen. Hast du die Geschwindigkeit beim ersten Mal rollen lassen, wo du kurz angebremst hast? 30, glaube ich. Ja, das habe ich auch gleich meinen Zuschauern verraten. Aber ich habe nicht gesagt, dass du es rausgefunden hast, sorry. Also der Tobias hat jetzt mit dem Gerät, naja, eigentlich ja nicht. Der Gesamtkilometerstand ist ja bei 28 und 8 habe ich gemacht und ja, und wir haben ja vorher auch schon ein bisschen gemacht, also eigentlich. Jedenfalls ist der Roller noch nicht sehr viel gefahren. Aber du hast den ja auch erst 2 Wochen, ne? So, da vorne die Kirchturmspitze, das ist Köln-Libur. Von da geht es dann weiter nach Köln-Wahn. Ja, nach 8,93 Kilometern sind wir jetzt in der Stadt Köln, Port Libur, der Stadtteil.
Ja, hier vorne ist so eine Art Denkmal. Hier hinter dem Plakat, da steht ein Bird-Scooter, der steht hier schon Monate. Obwohl hier abgeholt wird. Wir fahren jetzt weiter nach Köln-Wahn. Dort ist ein Kreisverkehr und da wenden wir. Und dann fahren wir Richtung Kriegsdorf. Der fährt immer noch 21 km/h. Ich habe 3 Balken. Ja, bisher keine Probleme. Ja, das Deck von dem Scooter ist ja nur 12 cm breit oben und dann ist das so abgeschrägt, aber diese Fläche kann man ja gar nicht mehr benutzen, wenn man drauf steht. Das seht ihr mal hier an meinen Füßen, ich gehe mal kurz weg. Das ist jetzt beim Reichweitentest so ein kleines Ding, was mir da nicht so gut gefällt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt gar nicht fahren könnte, also ich krieg das hin. Mein Handgelenk tut so minimal weh, weil ich habe das. Ich muss jetzt hier halt immer den Daumengas drücken. Und das ist für mich eine unergonomische Haltung. Also mag bei anderen anders sein, aber bei meinem Handgelenk ist das nicht so schön. Es wäre, glaube ich, besser, wenn man den nicht so weit runterdrücken müsste, wenn das ein bisschen nach oben gedreht wäre. Und da ist halt die Frage, das kann man wahrscheinlich gar nicht machen, weil die Lenkstange auf der Rückseite so eine Nut hat, also da ist so eine Versenkung, wo die Kabel drin liegen. Und von daher glaube ich nicht, dass man den Gasgriff sich jetzt so ein bisschen hochstellen könnte. Aber sowas habe ich auch noch nie ausprobiert, keine Ahnung. Ja, der Komfort von den Reifen ist okay. Aber natürlich werden jetzt hier 10 Zoll Reifen besser. Aber wenn man einen kleinen Scooter will, hat man halt auch kleine Reifen. Ne? Ist halt so. Ich denke aber, dass die Honeycomb-Reifen vom EPF 1 Pro, dass die schwieriger zu fahren waren. Also Luftreifen sind schon gut. Bin ich ein Fan von. Aber natürlich ein Nachteil, wenn irgendwo ein Nagel liegt, ihr fahrt drüber, habt dann Platten. Wir haben jetzt 11 Kilometer. Na, nicht ganz. Also Komoot sagt 10,5. Der Roller sagt 11. Also was mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu schaffen macht, ist hier die Entfernung und das Halten hier. Also rechte Handgelenk tut mir jetzt gerade weh. Und halt, es kommen auch die Stöße relativ hart durch. Der Weg ist ja nicht so geil hier. Beim Mi Pro 2 hatte ich das Problem nicht, aber beim EPF 1 Pro hatte ich das gleiche Problem, wie hier beim Soflo. So, wir sind in Köln, Porzwahn. Hier ist der Kreisverkehr, der Wendepunkt. Wir werden jetzt hier eine Runde rumdrehen und dann fahren wir zurück. So, ich probiere jetzt mal mit dem Zeigefinger Gas zu geben, weil mir mein Handgelenk so ein bisschen wehtut in der Position, wie ich es jetzt die ganze Zeit hatte. Und ich mache das jetzt einfach, um das ein bisschen zu entlasten. So, hier geht es minimal bergauf. Ich habe 19 km/h. Und jetzt ist ein Balken noch weggegangen. Also wir haben jetzt noch 2 Restbalken. Nach 12 Kilometern zeigt der Roller an und das Komoot zeigt das auch an. Ja, der Fahrradweg hier ist nicht im allerbesten Zustand, allerdings ist er jetzt auch nicht in einem katastrophalen Zustand. Also das ist schon in Ordnung. Und sowas muss jedes Fahrzeug eigentlich abkönnen, was hier fährt.
Und mit den 8,5 Zoll Rollern ist es halt so, dass er schon sehr viel von diesen Stößen hier mitkriegt. Und bei größerem Reifendurchmesser, da wird er mehr weggefedert, einfach durch den Reifen. Wenn es dann Luftreifen sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte jetzt noch kleinere Räder, dann kann so ein Weg hier schon ein Problem darstellen. Deswegen würde ich auf jeden Fall davon abraten, ein Modell zu kaufen, welches noch einen kleineren Reifendurchmesser hat. Zum Beispiel der Movie fällt mir da ein. Kann man, glaube ich, nicht empfehlen. Aber ich habe ihn auch noch nie ausprobieren können. So wie es aussieht, schaffen wir es, die Fahrräder einzuholen nach vorne. Gucken, ob die Platz machen. Ob die Klingel da laut genug ist. Okay. Hallo. Hallo. Dankeschön. 13,2 Kilometer haben wir. Also wenn er jetzt tatsächlich mehr als 20 Kilometer schafft, dann bin ich doch angenehm überrascht. Bisher verhält er sich so, als ob noch alles in Ordnung wäre. Keinerlei Leistungseinbußen, das ist gut. Ich werde allerdings hinter Libo mal kurz die Bank benutzen, weil ich will mein Handgelenk mal ein bisschen entspannen. Auf der Forumstour, da waren zwei Mi Pro 2 dabei. Und das waren so zwei jüngere Personen, die hatten da vorne so einen extra Akku rangemacht. Und die haben das richtig cool gemacht, mit einem 3D-Drucker an der Halterung gedruckt und so einem Kram. Und die sind tatsächlich auch die, wie viel waren es? Knapp 50 Kilometer konnten die mitfahren. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich würde es aber nicht machen wollen, weil ich doch für solch längere Strecken, da war ich schon ganz froh, dass ich mein Legend Light hatte. Ja, wir sind wieder in Köln-Libur. Auf dem Rückweg diesmal. Tatsächlich sind wir hier auch auf dem Hinweg hergefahren. Also kommt ein Pferd, da muss man nur ein klein bisschen vorsichtig sein und das nicht erschreckt. Hallo. So, da vorne ist eine Bank. Ich brauche mal eine kleine Pause wegen meinem Handgelenk, weil, wie ich ja schon erwähnt habe, tut mir das ein bisschen weh. Das liegt ganz einfach daran, dass der Lenker für mich zu niedrig ist und man das Gas wieder relativ weit runterdrücken muss. Aber ich denke mal 5 Minuten, dann kann ich weiterfahren. So, wir fahren weiter. Mir werden immer noch zwei Balken angezeigt. Die Beschleunigung kam mir gerade ein bisschen langsamer vor. Er hat auf jeden Fall seine gefahrenen Kilometer verloren. Zeigt mir jetzt 0 an. Aber Komoot weiß natürlich noch, wie weit wir gefahren sind. 14,6 zeigt es mir an. Wir haben Köln-Libur verlassen und sind auf dem Weg nach Stockhem. Und dahinter kommt dann Kriegsdorf. Bisher noch keinerlei Leistungseinbußen, außer bei der Beschleunigung gerade. Ich glaube, da ist er ein bisschen träger geworden. 21 km/h, fährt da sehr schön weiterhin. So, 15 Kilometer haben wir, zwei Balken haben wir noch übrig. Und ja, 21 km/h. Der Tobias kann 22 fahren mit meinem SO4 Pro. Und der hier macht seine 21. Ich finde aber alles, was über 20 ist, ist eine gute Sache, ne? Ja. Tobias, du bist ja nur auch schon ein bisschen gefahren damit, ne? Was sagst du denn zu deinem Kauf? Ja, das finde ich gut. Der war ja als zweites Scooter gedacht. Du hast noch ein Mi Pro 2, ne? Genau. Dass man immer mitfahren kann. Und dafür ist es schon wieder Scooter auf jeden Fall. Ja. Also die Qualität der Verarbeitung ist sehr in Ordnung. Da kann man nichts sagen. Ich habe zwar so ein paar Kreditpunkte. Mir ist der Lenker zu niedrig und das
Deck ist mir ein bisschen zu schmal, aber gut, das sind halt Sachen, dafür ist er halt kompakt, ne? Dafür kriegt man den überall rein und zum Beispiel bei deinem Auto, da braucht man ja auch einen Scooter, der ein bisschen kompakter ist. Von daher, passt schon. Ja, da muss ich dazu sagen, also wir hatten ja bei der Vorstellung das Problem, dass wir mit dem Fuß nicht so gut an den Ständer gekommen sind. Und das habe ich dem Michael von Techniktests, der hat ja den ja zur gleichen Zeit, der hat aber einen anderen, das ist nicht der gleiche. Und bei seinem ist das nicht. Ich denke, da wird sowas irgendwie ein bisschen verbogen sein bei dir oder ein bisschen falsch angebracht sein. Da kann man vielleicht ein bisschen was noch verstellen. Musst du denn mal gucken, ob du da was machen kannst. Also das hat er mir im Video auch kurz gezeigt gehabt. Der hat da eindeutig kein Problem mit. So, hier ist wieder die größere Straße. Oh, Krankenwagen. Schaffen wir. So. Ja, also Stockholm haben wir hinter uns. Wir haben 2 Restbalken. Das ist viel. Das sieht jetzt nicht so danach aus, als ob der in Kriegsdorf stehen bleibt, so wie wir uns das vorher ausgerechnet haben. Mal gucken, ob der noch bis zu mir nach Hause kommt. Wäre cool. Und hier? 22 km/h. Ist doch eine Ansage, ne? Aber ich glaube, der hat andere 22 km/h als der SO4 Pro, ne? Die wirken irgendwie anders. Also er zeigt jetzt wieder komplett wieder die 22 an, jetzt mal 21. Der wird so gerade so an der Grenze liegen. Also hier, wenn ich aufs GPS gucke, bin ich hier bei 20,3, 20,4, obwohl er mir auf dem Display 22 anzeigt. Und das ist beim SO4 Pro anders. Wenn ich da aufs Handy gucke, bin ich bei 22,3 und so, ne? Wenn er mir 22 anzeigt. Also diese Anzeige ist super. Ja, wir erreichen Kriegsdorf nach 17,8 Kilometern. Ich rechne ja so mit einer Reichweite von 20 Kilometern. Wenn wir hinterm Ort sind, am Ortsausgang, dann sind wir ungefähr bei 19. Und ich bin ja die Strecke mit sehr vielen Scootern schon gefahren und der EPF 1 Pro hat am Ende von Kriegsdorf angefangen zu schwächeln. Und der EPF 1 Pro hat ja einen 11,6 Amperestunden Akku bei 36 Volt. Und der SO4 Pro hat ja nur einen 10,5 Amperestunden Akku bei 36 Volt. Der hat also deutlich weniger Wattstunden. Aber schau da, 21 km/h, 2 Restbalken. Müde ist er auf jeden Fall noch nicht. Der scheint mich ein bisschen zu überraschen hier. Das scheint mehr zu schaffen als gedacht. Ja, wir haben ja nicht die Möglichkeit, hier die Spannung zu checken. Außerdem ist ja auch nicht bekannt, bei welcher Spannung der abschaltet. Man kann so sagen, dass die Scooter so theoretisch bis 3 Volt pro Zelle entladen werden können. Und beim 36 Volt System sind ja 10 Zellen in Reihe. Soll heißen, 10 mal 3 sind 30 Volt. Da ungefähr. Bis dahin kann man den relativ gefahrlos entladen. Und
das habe ich auch schon mit einem Scooter auf jeden Fall hinbekommen, der eine Spannungsanzeige hatte, nämlich dem Blue Stalker. Und je weiter die Hersteller zulassen, dass man den Akku entlädt, umso weiter kommt man natürlich am Ende. Ah, jetzt ist passiert. Wir haben, ja, schaffe ich es, jetzt kann ich mal runterschalten, einen Balken. Ein Restbalken. Ich habe diesen Roller von Tobias jetzt nicht mit der Soflo-App von mir verbunden. Was ich sagen will, es würde mir jetzt auch nicht viel bringen, in die App zu gucken. Ein Balken reicht mir als Aussage. Ich weiß nicht, ob dieser Balken auch blinken kann. Oh, jetzt wird er ein bisschen... Jetzt wird er langsamer. Er wird langsamer. 19, 18. 17. Er wird jetzt langsamer. Wir werden den fahren bis... Keine Ahnung. 7 km/h. Mal gucken, wie sich das fährt, ne? Ich kann jetzt nicht zu früh aufhören, weil der EPF 1 Pro, der hat noch ziemlich lange durchgehalten, obwohl er nur noch 10 km/h fuhr. Wir fahren mal hier rechts und fahren jetzt die gleiche Strecke, die ich mit dem EPF 1 Pro gefahren bin. Und jetzt ist er wieder bei 21, weil es ein bisschen bergab geht. Aber gleich geht es bergauf. Also es wäre schon cool, wenn wir noch nach Hause kommen zu mir. Aber jetzt, hier in der Steigung, jetzt hat er Probleme, ne? Das sieht man ganz klar. Bei einem Restbalken. 13. Also viel wird er nicht mehr schaffen. Bin gespannt. Tobias? Wie wär's, wenn wir jetzt hier zurückfahren und immer die Straße hoch und runter fahren, bis er aufgibt? Okay. Na dann mal gucken. Ich werde jetzt den Anweisungen von Komoot hier nicht mehr so ganz Folge leisten. 19,6 Kilometer haben wir auf jeden Fall schon. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich so mit 20 Kilometern rechne. Die werden wir sicherlich auch noch erreichen, da bin ich relativ zuversichtlich. Aber viel mehr wird es auch nicht werden. Und das wird auch passen, so von der Akkugröße. Das entspricht dann den Erwartungen. Also jetzt hier auf relativ ebener Strecke. Geht auf 18 runter. Da kommt nicht mehr viel. So, ich mach mal Komoot leise, weil das, die Anweisungen sind nicht zielführend hier. So. Auch die Beschleunigung ist jetzt nicht mehr sehr stark, aber er beschleunigt noch. 17, 18. Hier geht es ein bisschen bergab. Natürlich jetzt von Vorteil für ihn. 20, Mensch. Ein bisschen was an Reserven hat er dann doch noch, ne? Ja, der Grund, warum wir jetzt hier diesen Reichweitentest beenden wollen, ist ganz einfach. Wir hatten uns ja vorher ausgerechnet, wie weit wir kommen, und da habe ich so ungefähr bis hier gerechnet. Und deswegen haben wir hier das Auto von dem Tobias stehen lassen. Aber 12 ist noch nicht 7. Und ich bin mit dem EPF 1 Pro mit 10 km/h sehr, sehr weit gekommen noch. 2 Kilometer. Also solange der noch in dem Bereich ist, fahre ich ihn noch. Und sobald es ein bisschen wieder bergab geht, beschleunigt er wieder ein bisschen. Ja, auf was beachten. Okay. Ah, jetzt die Beschleunigung. Die ist nicht gut. Ich denke mal, dass dieser Balken nicht blinken kann, der letzte. Ich meine aber, beim SO4 Pro kann er das. Bin aber nicht sicher. Ja, der Tobias mit dem SO4 Pro, der hat natürlich noch ordentlich Restakku. Und ich bin sehr gespannt, wo wir am Ende ankommen werden. 20,5, das ist schon ein sehr ordentlicher Wert für den Akku, den er hat. Kann man schon echt zufrieden mit sein. Und ihr müsst ja bedenken, ich habe jetzt mich heute Morgen gewogen. Da hat mir die Waage was von 116 Kilo erzählt. Glatt. Gut, der Tag ist jetzt rum. Ich habe ein bisschen was gegessen, also wäre ich jetzt so
würde ich mich jetzt so auf 117 schätzen. Das ist immer, sind 17 Kilometer über dem maximalen Zuladungsgewicht von dem Roller. Aber der ist stabil, also da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, der wird nicht auseinanderfallen dadurch. So, ich würde sagen, wir drehen um, fahren wieder in eine andere Richtung. So, jetzt haben wir tatsächlich die 7 km/h, 8 km/h. Na gut, es geht minimal bergauf. 8 ist noch nicht 7. Ich denke, wenn es wieder ein bisschen ebenhändiger wird, jetzt ist er bei 9, also ein bisschen Power hat er noch. Ich glaube aber nicht, dass er den EPF 1 Pro schlagen kann. Mit dem bin ich ja bei 22,2 Kilometern bei mir vor der Haustür angekommen. Ich glaube, das ist nicht machbar. Aber 9 km/h. Ja, manche schalten einfach ab, ne? Manche kämpfen. Deiner kämpft. 10. Aber ich würde sagen, komm mal rüber. Sollten wir es nochmal zu deinem Auto schaffen, würde ich den Test dort beenden. Ich glaube, das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn. Gut, also ich lasse ihn jetzt noch die 100 Meter machen und dann würde ich den Test hier beenden wollen. Jetzt bin ich bei 7 km/h. Ja, okay, 6 km/h. Jetzt sind da wirklich, jetzt gibt er auf. Ich zeige es euch nochmal kurz. Jetzt ist er eigentlich alle. 6 km/h, das ist jetzt langsamer als Schrittgeschwindigkeit. Also, 20,9 Kilometer. Ja, Tobias, es ist dunkel geworden. 20,9 Kilometer habe ich geschafft. Erstmal vielen Dank, dass du mich den Test hast machen lassen. Ja, ich zeige euch gleich im Anschluss, wo der sich hier in meiner Tabelle einsortieren wird. Ja, was sagst du? Ja, also zum Ergebnis. Mit der Leistung kann man zufrieden sein. Mit der Zuladung und ne, ja. Ein bisschen frisch gewesen heute, unter 20 Grad schon wieder. Ja, genau. Es ist tatsächlich ein bisschen kälter geworden. Ja, 20,9 Kilometer, es ist eigentlich ziemlich genau da, wo ich ihn erwartet hätte. Ich hätte so mit 20 gerechnet. Es hat auf ungefähr einen Kilometer mehr gebracht. Das ist sehr gut. Mir hat jetzt sehr gut gefallen, dass er die gute Leistung fast bis zum Schluss beibehalten konnte. Also es waren so die letzten 1,5 Kilometer, wo der dann ein bisschen eingebrochen ist. Mhm. Das gefällt mir besser, als wenn der schon relativ früh einbricht und dann nur noch 10 km/h fährt. Aber ja. Qualität des Geräts finde ich super. Die Geschwindigkeit, dass er mehr als 20 km/h fährt, finde ich auch super. Also eigentlich bis auf den niedrigen Lenker und das schmale Trittbrett finde ich, dass es ein wirklich gutes Gerät ist. Und schön leise. Er ist auf jeden Fall leiser als der SO4 Pro. Hat es dir Spaß gemacht, den SO4 Pro zu fahren? Ja, war ganz gut. Also der zieht schon ordentlich. Wäre das ein Scooter für dich? Nee, ich glaube nicht. Nee. Einfach weil er zu laut ist und weil er zu schwer ist? Mir ist er zu laut. Auf jeden Fall. Das ist Hauptkriterium. Ja, so sind die Geschmäcker, ne? Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lasst. Ich werde die Bilder jetzt gleich bei mir bei meiner Facebook- und Instagram-Seite reinpacken. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, zwei kleine Sachen sind mir gerade noch aufgefallen. Die wollte ich noch kurz zeigen. Also, wenn ihr hier mal guckt, der kann doch blinken. Ich war jetzt allerdings schon unterhalb von 7 km/h. Also, der blinkt mir dann doch ein bisschen zu spät, aber das ist eine Kleinigkeit. Und was ich euch gerne noch zeigen wollte, guckt mal, wie schön jetzt die Blinker aussehen im Dunkeln. Es ist natürlich schade, dass man sie im Hellen nicht so gut sehen kann, aber ich finde schon, dass die was hermachen. Machen wir mal die andere Seite an. Ich finde es cool. Nach dem Reichweitentest habe ich jetzt die Möglichkeit, den Scooter in meine Tabelle mit aufzunehmen. Also hier belegt der SO3 Pro in beiden Fällen den 8. Platz. Auffällig ist hier bei der Steigleistung der Abstand zum SO4 Pro. Und bei der Reichweite sieht man eigentlich ziemlich gut, wenn man sich ganz rechts die Leistung anguckt, dass die Reichweite ganz klar von den Wattstunden abhängt. Die Wattstunden ergeben sich ja aus der Spannung
mal den Amperestunden.